Tür. Ja, Weihnachten steht ja vor der Tür. Und ich habe mir gedacht, wir machen heute mal ein vegetarisches Weihnachtsmenü. Und dazu habe ich mir jemand eingeladen, nämlich die Hertha Kein. Hertha, du machst nicht nur super zuckerfreies Konfekt, sondern auch ganz viel vegetarisches Catering. Und normalerweise sind ja so diese Weihnachtsessen immer sehr fleischlastig. Es gibt einen leckeren Rote-Bete-Salat und einen Rotkraut-Maroni-Strudel. Du hast ja die rote Beete schon ein bisschen vorbereitet, damit wir hier nicht die ganze Sache vor der Kamera haben. Das heißt, ganz gut so Handschuhe anziehen. Ja, auf alle Fälle Handschuhe ist einmal ein guter Tipp, sonst hast du zwei der rote Hände. Genau. Und jetzt werden wir es nur mehr würzen, ein bisschen Olivenöl und dann einfach ab ins Backrohr. Also mal nur ein bisschen salzen. Mhm. Das ist, glaube ich, Kardamom. Das ist einmal Kardamom. Dann darf ich da? Darfst du ein bisschen, ja? Statt einem normalen Kümmel verwendet man den wunderbaren Kreuzkümmel. Mhm. Dann kriegt der Salat eine besondere Note. Mein besonderes Highlight ist dieses Gewürz Sweet Orient von Pur. Also ich bin absolut begeistert und verwende das jetzt fast überall, weil ich es liebe und es ist total easy, easy, easy. Mach auf. Also das ist auch so ein bisschen orientalisch. Ja. Gell? Ein bisschen mit Apfel hat der Apfelnote ist da drinnen. Das ist nämlich so ein Gewürz, das man eben auch das zum Süßen hernehmen kann, ohne genau. dass da Zucker drin ist. Gell? Und hier Zimt noch ein bisschen. Ein Hauch Zimt für die, ja, nur ganz wenig. Dass der Blutzuckerspiegel konstant Ja, genau, bleibt. Wunderbar. Und jetzt wird das nochmal durchgemischt. Ein bisschen Olivenöl. Ich finde ja diese Farbe so super lässig. Mal schauen, es passt zu meiner Schürze. Dieses lila Gemüse, ja. diese Anthocyane, die da drin sind, mit ganz vielen Antioxidantien. Für die Säure zum Verfeinern geben wir jetzt nur einen Hauch Balsamico drüber und dann ab ins Rohr. Du, 180, 190 Grad Umluft? Genau, ja, circa 20 Minuten. Okay. Und dabei könnten wir schon für unseren tollen Rotkohlstrudel die Fülle vorbereiten, Conny. Super. Super. Rotkohl auch wieder lila, auch ja. wieder Antoziane. Ein Gericht zum langen Leben. Absolut. Den roten Zwiebel werden wir schon jetzt ein bisschen mit Honig anschwitzen und ein bisschen Gemüsebrühe, damit wir schon einen guten Geschmack einbringen. Und dann kommt der feingeschnittene Rotkohl dazu. Der Rotkohl vertragt ruhig ein bisschen mehr Honig. Es gibt dann total einen guten, süß, bekannten Geschmack dann. Gut. Und gleichzeitig geben wir schon einen Löffel. Das werden wir dann ein bisschen mit anrösten. Das ist Gemüsebrühe. Gemüsebrühe. Mhm. Ich raspel in der Zwischenzeit den Rotkohl, Conny. Sehr gut. Du kümmerst dich um die Zwiebel. Das duftet schon herrlich. Muss man das jetzt noch irgendwie aufgießen? Spritzer Wasser geben wir zum Aufgießen, aber ganz wenig, dass es so ein bisschen im Eigensaft schmort. Wir können auch nur ein bisschen Zimt reingeben. Das Rotkohl werden wir jetzt ca. 40 Minuten bei geschlossenem Topf schmoren. Dann schmeckt es köstlich. Also Deckel drauf. Jetzt können wir eigentlich den Salat weitermachen. Wunderbar, Conny. Also im Salat kommen dann noch ein Radieschen, Walnüsse für die Omega-3. Schafskäse und Schlangenlinge. Jungzwiebel und Granatapfel. Ganz viel Antioxidantien. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen schneiden. Jetzt schneiden wir ein bisschen, genau. Heute nehmen wir Petersilie und ein bisschen Minze für die frische Conny. Hab ich schon da. Lecker. Die Walnüsse werden jetzt nur mit den Händen zerkleinert, Conny. Reicht aber eh schon, gell? Reicht. Ja, das reicht. Jetzt der Schafskäse noch. Gell? Noch der Schafskäse. Ein bisschen was Schafskäse haben wir uns behalten. Für später. Zur Deko, weil das wird sonst ganz rot und dann schaut es fürs Auge nicht so schön aus. Dann kommt die gebackene Beete dazu und dann wird nur ein Dressing gemacht. Dann ist der Salat fertig. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen warten, bis die Rotbeete fertig wird. Richtig. Wir müssen warten, bis das fertig wird. Das heißt, wir können eigentlich den Baum schmücken. Wunderbar, dann schmückt man Baum. Ich liebe Baum schmücken. So, Baum ist geschmückt, Rotkraut ist fertig, aber noch nicht ganz. Oder? Genau, Conny, wir werden jetzt das Rotkraut mit die Maroni verfeinern, ein bisschen nachwürzen, dann geben wir noch ein bisschen Brösel, Olivenöl für die Bindung und dann kommt schon auf den guten Blätterteig die Fülle. Das heißt, wir brauchen hier gekochte Maroni. Gekochte Bio-Maroni. Es ist jetzt nicht gerade ein Low-Carb-Gericht, aber Maroni haben natürlich viel Magnesium.
Wunderbar, dann Anti-Stress. Können wir alle gut brauchen in der Vorweihnachtszeit. Wir werden es jetzt noch ein bisschen verfeinern mit den orientalischen Gewürzen, Conny. Und binden, hast du gesagt. Und binden, genau. Hier, ich habe extra Dinkelbrösel Dinkel gekauft. Ist super. Weißt du, was mir noch fehlt, Conny? Was denn? Ein bisschen Kreuzkümmel. Okay? Mhm. Ja, dann tun wir da noch mehr rein. So, und jetzt bin ich gespannt, weil ich habe noch nie in meinem Leben einen Strudel gemacht. Und weil Weihnachten ist und weil es schnell gehen soll, darf der ein fertiger Teig sein? Ja? Dürfen wir einen fertigen Teig nehmen, der ist 1A von der Qualität her und es geht einfach schnell. Und man kann alles am Vortag vorbereiten, gell? Salat, ja. Strudelfülle. Ja, Strudelfülle und dann muss man eigentlich nur noch das fertig machen. Wunderbar und man hat am Weihnachtsabend keinen Stress. Die Fülle, die ist aber besser, wenn sie kühl ist. Genau. Die Ränder vom Strudel werden jetzt mit Eiweiß bestrichen, Conny. Okay, damit es biegt. Dann gut biegt, genau. Weil die Optik so wichtig ist für Weihnachten, werden wir schön verzieren. Und fürs Auge kommt oben noch ein bisschen Thymian. Mhm. Das heißt, der Strudel kommt ins Rohr und die rote Beete kommt raus. So, wie lange? Du, Conny, der Strudel bleibt jetzt bei Ober- und Unterhitze 180 Grad circa eine Stunde drinnen. Okay. Goldbraun gebacken. Diese Stunde muss man quasi einplanen. Die muss man einplanen, aber da brauchst du nichts machen, weil da kannst du so viele andere Sachen nur erledigen. Das ist total easy. In der Zeit kommt das Christkind. Jetzt haben wir hier die rote Beete, die muss jetzt eigentlich noch in den Salat hinein. Genau. Marinade kommt gleich dazu. Das ist dann quasi gleich fürs Dressing. Da sind die ganzen Geschmacksaromen jetzt drinnen, herrlich. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie der Strudel, der fertige, innen ausschaut. Ich würde sagen, wir schneiden ihn auf, Conny. Tada! Wunderbar. Schaut toll aus. Also man sieht, dass man auch ein tolles Weihnachtsmenü jenseits der Würstchensuppe produzieren kann. In diesem Sinne wünsche ich natürlich frohe Weihnachten. Nächste Woche habe ich noch ein ganz einfaches Bratapfelrezept ohne Zucker für euch. Und bleibt einfach auf dem Kanal. Hier geht's zum Abonnieren-Button. Bis dann. Danke, Hertha.